Hier haben wir den Deluxe-Gear Lensguard, ein spezieller Objektivschutz, der vorne über die Optik gestülpt wird und diese dann vor Stößen, aber auch vor anderen Einflüssen wie beispielsweise Feuchtigkeit oder Staub schützt. Das Außen ist ziemlich hartes Gummi, was die Stöße abfängt, und innen ist das Ganze weich gepolstert durch eine Neoprenbeschichtung. Das zeige ich jetzt mal kurz in der Praxis, beziehungsweise in der theoretischen Praxis hier am Tisch. Die Kamera, die hängt dann üblicherweise vorm Bauch, und in kurzen Momenten der Unaufmerksamkeit ist es schnell passiert, die Optik stößt gegen ein Hindernis und in ungeschützter Form tut das natürlich weh. Dann einfach den Lensguard hier vorne vor, und der Optik passiert in solchen Situationen eigentlich nichts mehr. Dann das Benzel zur speziellen Sicherung. Hier kann man am Kameragurt oder auch an anderen Stellen der Kamera festmachen, und ich halte es jetzt einfach mal kurz fest. Dann lässt sich der Lensguard leicht abnehmen, die Kamera verwenden, und dann ist das Lensguard auch schnell wieder im Griff und wieder vor dem Objektiv zum Schutz. Das für die einseitige Verwendung, den einseitigen Schutz eines Objektivs. Dann gibt es natürlich immer noch die Option, das zweite Objektiv befindet sich nicht an der Kamera und will auch geschützt werden. Dafür lässt es sich beidseitig mit einem Lensguard schützen, und in dieser Form kann es auch in einer Tasche, die nicht sonderlich gepolstert ist, untergebracht werden. Der Lensguard fängt einiges an Stößen ab. Wenn zwei Lensguards verwendet werden, kann man einfach die Benzel auf der gegenüberliegenden Seite drumschlagen und dadurch die beiden vorm Auseinanderrutschen sichern. Das jetzt war auch kein Fake, hier ist tatsächlich ein Objektiv drin. Da ist es, und das funktioniert auch noch ohne Knirschen, also die üblichen Geräusche dieses Objektivs. Ja, wunderbar geschützt durch den Lensguard. Den gibt es in verschiedenen Größen. Einmal hier in der kleinen Variante, die mittlere Variante und dann auch noch einen ganz großen. Die Kompatibilitätslisten, welcher jetzt auf welche Optik am besten passt, entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß weiterhin mit Ihren Objektiven.